Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hallo, mein Name ist Katja Ladinskaya. Ich bin eine Regisseurin, Autorin und auch Performerin. Und ich lese heute aus meinem Buch Welten parallel. Da sind 7 Theaterstücke von mir versammelt. Eins davon habe ich mit meinem Co-Autor Benedikt Friederich geschrieben. Und ich würde jetzt loslegen mit dem ersten Stück, mit Antigone. Ich habe die Übersetzung von Hölderlin hergenommen und die modernisiert und die Hälfte auch mit Eigentexten erweitert. Und es ging mir darum, zu zeigen, welche Widerstandsmöglichkeiten es in totalitären Städten gibt. Also es war auch der Krieg in der Ukraine bereits ausgebrochen. Ich selber komme aus Russland und finde es furchtbar, was russische Regierung tut und zu welcher Diktatur sich Russland mittlerweile entwickelt hat, leider. Und genau, und darum geht es metaphorisch in meiner Fassung von Antigone. Und ich würde jetzt gerne aus der Szene 6 vorlesen. An dem Zeitpunkt im Stück ist Antigone bereits eingekerkert und Ismene flieht in ein anderes Land, um Hilfe für den Widerstand zu holen. Und Co., der Dritten, mit dem sie jetzt sprechen wird, steht symbolisch für ein europäisches Land, das eben die Oppositionellen nicht so ganz unterstützt. Ismene. Wenn ein Leid das andere ausschlachtet, wenn sie schreien, du nicht, du darfst nicht leiden. Haft ist besser als Tod, schreien sie. Nur du sollst flüstern, in dunklen Ecken, wenn niemand hört, und niemandem glauben, denn auch flüstern ist eine Tat. Halt den Mund, schreien sie, dein Leiden beleidigt uns. Chor der Dritten. Du hast es nicht getan, du stehst mit uns, das wissen wir. Aber wir stehen nicht bei dir. Zu viel Angst, dann auch flüstern zu müssen. Du bist ansteckend mit deinem Leiden. Ismene, das ist nicht fair. Chor der Dritten, das wissen wir. Aber da ist diese Angst. Wir können nicht. Wir waren auch mal, weißt du, abgestempelt. Im Kerker der Scham, der Ohnmacht, der Hoffnungslosigkeit. Und jetzt sind wir da raus. Es hat viel gekostet. Zeit, Geld, Nerven, Tränen, Schweiß, Leben. Und man soll nicht hinabblicken auf das Loch, aus dem man rausgekrochen ist, sich rausgekämpft hat. Kämpfe doch! Wir schauen zu. Unsere Genugtuung in der Spiegelung deiner Augen. Du wirst betteln. So lange betteln, bis du von denen verstoßen wirst. Und dann verstoßen wir dich auch. Niemand ist bereit. Die Welt platzt vor Tränen. Und irgendwo muss man halt einen Damm bauen. Hör auf. Hör sofort auf. Du hast die Wahl. Du hattest sie übrigens immer, die Wahl. Wir haben dich nicht gezwungen, deine Zukunft zu verbauen. Doch, haben wir eigentlich. Aber du warst doch selbst überzeugt. Also, alles gut. Du hast dich nicht verbogen. Wir haben bloß davon profitiert. Und das Messer in deinem Rücken, wir sehen es. Angeflogen, dich aufgespießt. Du verdienst es nicht. Aber du wolltest nicht mehr flüstern. Das ist der Preis. Leg ab. Alles ab. Wut, Trauer, Hoffnung, dieses blöde Bedürfnis nach Gerechtigkeit, leg's ab. Du kannst den blutigen Stempel nicht mehr abwischen, aber ihn verstecken unter den langen Ärmeln. Dann bist du immer eine von uns mit den langen Ärmeln, Mörderin in Deckung. Ismene, die Blutschuld wird trocken und bröselt ab. Alles braucht Zeit. Ich brauche eine neue Flagge, unter der ich kämpfen kann. Chor der Dritten. Kämpfen für Frieden? Ein Widerspruch. Ismene. Jemand muss kämpfen. Chor der Dritten. Du wirst sehen. Jeder Umbruch bringt ein neues Leid hervor.
Du Königsnichte, denkst du bist sicher? Unverwundbar? Denkst du kannst Unruhe stiften, die Menschen tötet? Du kämpfst für Frieden, aber ziehst dich aus der Verantwortung? So geht es nicht. Allen das Gleiche. Den Gleichen das Gleiche. Verleugnen ist einfach. Aufbauen kostet viel Kraft. Ismene? Na und? Ich habe Kraft. Habt ihr denn keine Kraft, wenn ihr seht, was passiert? Lässt es euch nicht aus dem Inneren kochen? Wütend. Des Weiteren lese ich aus der Szene 8. Haimon bei seinem Vater Kreon. Antigone ist immer noch eingesperrt und mittlerweile Ismene auch. Und nun streiten die beiden. Kreon, ist die hier nicht böse? Haimon, das Volk sagt nein. Kreon, und wohl ein anderer soll Herr sein in dem Lande? Haimon, es ist kein gerechter Ort, der eines Mannes Ort ist. Kreon, wird nicht gesagt, es sei die Stadt des Herrschers? Haimon, ein rechter Herrscher wärst allein du in der Wüste. Kreon, der Scheins ist von dem Weib ein Waffenbruder. Haimon, wenn du das Weib bist, deinetwillen sorge ich. Kreon, ins Gericht gehen mit dem Vater? Haimon, ich sehe, wie du das Recht der Menschlichkeit anlügst. Kreon, unsere Helden, sie starben im Krieg. Sie haben gekämpft und fielen. Du hast hier nichts zu sagen. Deine Probleme sind keine, wären keine, wenn du stillstehen würdest, nicht laut reden würdest, keine Ambitionen hättest. Das sind deine Ambitionen. Während die Menschen ums Überleben kämpfen, lebst du dich aus, mit deinen Emotionen suhlst dich im Leid. Dein Protest ist sinnlos. Niemand hört ihn. Die Feinde bleiben Feinde. Sie nehmen dich nicht auf. Sie haben das Leiden satt. Es ist zu laut. Sie hören dich nicht. Dich und unser einer. Es ist zu laut. Aber hier, hier hattest du alles. Nimm es. Nimm alles. Warum schlägst du die gebende Hand? So erreichst du nichts, Junge. Die Welt ist schwarz-weiß. Du willst es nicht glauben, aber das ist sie. Jeder hat Freunde und Feinde. Und sei es in den tiefsten Ecken der Seele. Haimon, halt, ich halte es nicht mehr aus. Kreon, du hältst die Wahrheit nicht aus. Eurydike, wähl deine Feinde richtig, Haimon. Und deine Freunde. Unsere Geduld kann kippen jederzeit. Haimon, du sprichst von Wahrheit und deine Hände töten Menschen. Du sprichst von Wahrheit in Kreons Stadt. Das ist leicht, sehr leicht von Wahrheit zu sprechen. Kostet keine Anstrengung, fließt wie Öl. Eurydike, du glaubst dir selbst nicht. Ich sehe, du zweifelst. Tief drin zweifelst du. Weil du alleine bist, weil du auch das Böse siehst, die Feinde, du siehst sie auch. Also sag mir, Haimon, wie schön ihr sprecht, in der Tat. Ihr verdreht die Wahrheit und es klingt schön, klingt viel besser verdreht. Keine Gewissensbisse, kein Leiden, nur Freunde und Feinde, schwarz-weiße Welt. Meine ist es auch. Und ich habe mich entschieden, Vater. Ich habe mich nicht für die neuen Freunde entschieden, sondern gegen den neuen Feind. Lieber bin ich darin falsch, dass ich denke, dass ich das Leid verhindere und das nicht stimmt. Lieber verliere ich alles dafür. Als eine minimale, klitzekleine Möglichkeit zuzulassen an deiner Stelle, dass ich falsch sein könnte. Das Loch ist tief. Vorsicht. Man fällt lange und hört sich bellen. Kreon, so weit gehst du ihr zuliebe? Haimon, ihr, dir und mir zuliebe. Und dem Recht der Menschlichkeit. Kreon, sie wird sterben. Haimon, sie wird leben.
Und nun springen wir zu der vorletzten Szene im Stück. Antigone und Haimon im Kerker. Zunächst nur Antigone. Antigone, ihr seid Kröten. Kröten im warmen Wasser. Wisst ihr, was passiert, wenn man eine Kröte in den Topf mit kaltem Wasser setzt, dann auf die Herdplatte stellt und sie anmacht? Das Wasser wird langsam immer wärmer und die Kröte passt sich der Temperatur an. Passt sich immer mehr an. Es wird wärmer, die Kröte wird wärmer und sie tut nichts. Wenn es dann unerträglich warm wird, versucht die Kröte rauszuspringen, aber sie hat keine Kraft mehr, sie ist zu schwach. Nicht das warme Wasser hat sie umgebracht, sondern ihre Unfähigkeit zu reagieren, bevor es zu spät ist. Ihr seid Kröten. Merkt ihr nicht, dass es wärmer wird um euch? Merkt ihr es verdammt nochmal nicht? Und ja, es ist schade. Schade um meine Heimat. Schade, Haimon nie wieder sehen zu können. Die Straßen und den Park vom Haus, wo ich als Kind gespielt habe. Das Baumhaus mit der Bank, mit dem Loch in der Mitte. Mein Versteck. Das alles ist vorbei. Es tut weh. Aber es war richtig. Mein Schritt war richtig. Jemand muss sich trauen und trauern können. Mein Versteck ist jetzt hier. Ihr versteckt mich hier. Für immer. Ich verstehe jetzt das alles. Alles, was ihr gesagt habt. Alles darüber, dass wir gegen die Welt, wir sind stark und unsere Feinde sind. Das alles, all das war gelogen. Ihr habt uns getötet. Und wir dachten, ein Zufall. Noch ein Zufall? Sehr oft. Zufällige Zeit irgendwie. Immer ein Grund für den Zufall. Aber ihr habt uns getötet. Und ich wollte ein Zeichen setzen. Öffentlich. Alles andere hätte nicht gereicht. Ich wusste es selber nicht, wie lange, wie viele Jahre in mir diese Wut angestaut. Ich wusste nicht. Es ist das Ego. Ja, es ist das Ego. Es ist mein Ego. Aber es ist der letzte Lohn. Ich will was fühlen. Verdammt nochmal was fühlen. Und sei es stolz auf mich zu sein. Wenn vor mir so eine Antigone, ich hätte sie ausgelacht. Zu radikal, zu blind, zu egozentrisch. Bis ich selbst eine wurde. Die Welt wählt nicht. Wir wählen nicht. Wir sind stolz auf etwas, was uns stolz macht. Kultur, Dichter und Denker. Stolz, Wir-Gefühl. Wir sind wir gegen die Welt und wenn dieses Wir bröselt, dann bleibt nur das Ich. Dann will ich dieses Ich auch haben, als Anker, als letzte Erinnerung daran, dass ich war, bevor die Nacht kam. Ismene, dein Name bedeutet Verrat in der Sprache, die ich nicht mehr sprechen kann. Die habe ich zwangsvergessen. Du bist richtig, denke ich. Ich wäre gerne so. Nur so viel tun, dass es genug ist, um gut dazustehen. Aber es ist nicht genug für mich. Leider. Ich weiß nicht, was das ist in meinem Kopf. Warum nicht genug? Es ist mir einfach nicht genug. Vielleicht bell ich zu gerne. Und du bist gut erzogen. Von Kreon, von all denen. Brav. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich nicht. Haimon rennt herein. Antigone, du zitterst. Ich hab's versucht. Hab alles versucht. Sie bellen nicht. Kreon foltert sie und sie sind still. Als wäre ihnen alles abtrainiert worden. Alles Menschliche, alle Gefühle, das Mitleid, alles. Sie sind Gesetze, keine Menschen. Buchstaben im Raum, von mir zum neuen Hakenkreuz. Ohne eigenes Hirn?
Ich komme nicht an. Ich schreie und sie drücken sich die Ohren zu. Sie zittern, sie spüren was, aber sie hören nicht. Gestern, eine junge Frau. Ihr Mann kam in der Urne zurück von diesem Krieg. Sie wollte nichts hören. Ich weiß nichts, sagte sie. Ich muss nichts wissen. Kreon muss wissen. Es musste sein, doch ich weiß. Plötzlich sagte sie, ich weiß. Du beleidigst ihn, wenn du sagst, er starb für nichts. Du darfst nicht, nein, nichts sagen. Er starb für, es hatte Sinn. Die Urne haltend, Kind bei der Hand, ein Junge, wann er wohl dran ist. Beide ausgehungert, Wangen fallen ein. Es macht Sinn, schreit sie. Das alles macht Sinn, dieser Krieg macht Sinn. Es muss doch Sinn machen, oder? Dass er gestorben ist. Antigone, komm zu mir. Wir haben verloren. Ich weiß nicht, was wir hätten machen können, sollen. Ich weiß es nicht. Sie sind zu viele. Sie lernen jetzt bellen, um es morgen zu verlernen. Es ist eine alles zerfressende Schuld, Wut. Ich hatte einen Plan. Tag und Nacht in der Zelle habe ich ihn mir ausgedacht. Ich dachte, sie machen die Augen auf, wenn Urnen zurückkommen. Aber das tun sie nicht. Wir sind zu spät. Warum haben wir es nicht geschafft, Haimon? Wir haben gekämpft und wir haben verloren. Ich will nicht mehr. Haimon, du musst. Wenn nicht wir, dann bleibt es für immer dunkel. Antigone, Ismene kann helfen. Aus dem Untergrund. Unauffällig kann sie sammeln. Zahlen und Buchstaben sammeln und dann... Haimon, nein, Antigone, wir müssen hier raus. Wir dürfen nicht aufgeben. Hier, meine Hand. Wir springen runter. Antigone, nein, Haimon, ich will nicht. Ich habe keine Kraft mehr, sie verdienen es nicht. Sie müssen fühlen und bereuen lernen. Haimon, hier ist das Seil. Ich komme morgen und wir gehen. Wir fliehen nach Argolis, zu Polyneikes sozusagen, willst du? Sie nehmen uns auf, sie wissen ja, Kreon. Antigone, sie nehmen uns nicht auf. Zu viel haben sie erlebt, Haimon. Die Kapazität ihrer Herzen ist ausgeschöpft, ausgedehnt bis zum Gehtnichtmehr. Durch unsere Hände und weil wir, Haimon, Antigone, wir doch nicht, Antigone, doch. Auch weil wir zu leise waren, all die Jahre. Und selbst wenn sie übermenschlich gütig sind und vergeben können, kann ich nicht gehen. Weil wir Eteokles nicht aufgehalten haben, weil wir Kreon nicht aufgehalten haben. Wir haben die Flucht nicht verdient. Haimon, ich komme morgen wieder und wir klettern heraus. Und wenn du nicht willst, ich knebele dich und zerre dich mit. Antigone, ich lass dich nicht sterben. Antigone, mich knebelt keiner. Antigone erhängt sich, Haimon hört sie, rennt zurück, versucht sie noch zu reden, zu retten, vergeblich. Genau, das waren ein paar Szenen aus Antigone. Jetzt möchte ich gerne noch eine Szene aus meinem anderen Stück, Tod Official, vorlesen. Im Tod Official geht es darum, also geht es im Prinzip um unsere digitalen Existenzen und vor allem auch um Frage nach digitalem Trauern. Und hier in der Szene treffen sich auf Instagram Flora, Monika und Alex. Flora ist eine Frau um die 30. Sie hat ihre Freundin durch Autounfall vor kurzem verloren und will sie würdig gedenken. Und Monika ist eine Frau um die 50. Sie hat Darmkrebs im dritten Stadium und führt einen Blog unter anderem über ihre Erkrankung. Und über Alex, das erzählt sich von selbst in der Szene. Genau, Tod Official, Szene 7, in der Monika, Flora, Alex digital auf Instagram zusammenkommen. Flora öffnet Instagram. Passwort vergessen? Nein, nein. Du hast kein Konto? Doch, habe ich, hätte aber gerne zwei. So, jetzt. Registrieren?
überlegt kurz. E-Mail-Adresse flora.lehmann93@gmail.com. So, vollständiger Name lässt sich aus der Mailadresse durchaus erschließen. Tippt. Benutzername tod.official. Der Benutzername ist nicht verfügbar. Tod.official geht auch nicht. Tod_official. Leute, tod.official93, verdammt. Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, A groß, B klein, C groß, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Reicht das? Ja, es reicht. So, Geburtsdatum 10. November 93, Bestätigungscode, Mail aufmachen, 738159. Tippt die Zahlen aus der Mail ab, 738159. Endlich. Profil bearbeiten. Steckbrief. Dem Tod einen angemessenen Platz im digitalen Raum geben. Ausrufezeichen. Nein. Totenkopf, Grab. Hier, schwarzes Herz. Passt. Suchen wir mal nach den Verbündeten. Tippt in die Suchleiste. Digital trauern. Da kommt ja einiges. Hashtag digital trauern. Den abonniere ich mal. Aha. Digitaler Friedhof Eterno. Macht den Account auf. Liest den Steckbrief. Virtuelles Gedenken. Trauer braucht keinen festen Ort. Personalisierte Seiten. Beispielseite anschauen. Klickt auf die Beispielseite. Wartet. Michael Müller. 1965 bis 2019. Klingt ja fast wie Max Mustermann. 5 Bilder. Der war aber noch ziemlich jung. Wahnsinn. Buch weitere Bilder für jeweils 1 Euro dazu. Digitale Kerze 50 Cent. So viel kosten aber auch die echten in der Kirche ums Eck. Digitaler Blumenstrauß für 14 Tage 5 Euro. Ha, digitale Blumen verwelken also auch. Na gut. Irgendwo muss man ja anfangen. Klickt zurück auf die Instagram-Seite, findet ein Bild, das den Fotos von Michael ähnlich ist. Klickt drauf. Meine Geschichte. Mein Name ist Alex Müller. Ich bin 32. Programmierer, ledig. Ich musste mich von meinem Vater trennen. Und zwar 2-mal. Mein Vater Michael ist 2019 von uns gegangen. Das wollte ich nicht wahrhaben. Da ich seit der Oberstufe auf dem Gebiet künstliche Intelligenz forsche, wollte ich den Tod abschaffen und den Verstorbenen ein zweites digitales Leben schenken. Mein Vater ist dann unerwartet früh zu meinem Beta-Projekt geworden. So entstand mein Deadbot. Rückblickend kann ich sagen, dass das Projekt gescheitert ist. Kein Programm ist heute so weit, dass es eine perfekte Illusion eines dir extrem nahen Menschen schaffen kann. Weil ich mit meinem eigenen Vater anfing, ging mir das Ganze sehr nahe. Es war auffühlend. Jedes unperfekte Detail, jeder Fehler fühlte sich zu groß an. Es war niederschmetternd. Nach 2 Jahren musste ich akzeptieren, dass die Forschung noch nicht so weit war. Und ich musste akzeptieren, dass mein Vater nun endgültig tot war. 2021 habe ich den virtuellen Stecker gezogen. Deadbot war aus. Durch meine Therapie kam ich dann auf den Gedanken, Flora, ist das alles wahr? Die schreiben doch immer so schnulzige Familiengeschichten, die Marketinghaie. Na du, Alex, 32 Programmierer ledig, bist du auch so einer? Würde dir stehen. Den eigenen Vater als Werbung zu nutzen, ist schon... Liest einen Kommentar unter dem Foto. Monika.Impfluencerin schreibt, noch so eine, die ihren Impfstatus ungefragt raushängen lässt. Langsam reicht's, Leute. Also, Monika.Impfluencerin schreibt, perfide, ekelhaft, ihr Vater dreht sich in seinem neuen digitalen Grab um, während drumherum digitale 5-Euro-Blumen verwelken. Hashtag Eterno, Hashtag wie ekelhaft. Die hat doch Humor. Ja,
sowas kommt nicht gut an, dachte ich mir. Man muss doch gratis Proben geben. Gratis nehmen sie dir alles ab, egal ob es moralisch ist, gratis geht alles. Aber gut, was erwarte ich von Alex 32, Programmierer, ledig. Flora liked Monikas Kommentar und macht Instagram zu. Monika macht Instagram auf. Ein Like von tod.official93. 93? Kind. Oder wie man heute so schön sagt, Millennial. Was verstehst du vom echten Leben? Klickt auf die Seite von Flora. Dem Tod einen angemessenen Platz im digitalen Raum geben. Schwarzes Herz. Ein Herz. Ernsthaft. Klickt zurück und beginnt ihren Feed zu scrollen. Oh, mRNA-Impfungen sollen in der nahen Zukunft Krebs heilen können. Wann ist diese nahe Zukunft? Habe ich vielleicht noch Zeit? Naja, wenn sie meine Chemo wieder verschieben. Stopp, ich habe vielleicht noch Zeit. Vielleicht beginnen sie jetzt schon mit der Forschung. Vielleicht brauchen sie bald Freiwillige. Vielleicht. Tippt. Habt ihr schon gehört? mRNA-Impfungen sollen in der nahen Zukunft Krebs heilen können. Hashtag Survivor, Hashtag Hoffnung. Monika macht Instagram zu. Alex macht Instagram auf und sieht den Like unter Monikas Kommentar. Alex. Scheiße. Noch eine. Soll ich den Kommentar löschen? Und wenn sie dann noch wütender zurückschreibt? Diese krebskranke Verrückte. Ihr Leben auf Instagram verlagert, weil nichts anderes übrig ist. Wie viel Gift kann man in sich tragen? Musst es ja nicht kaufen, wenn du nicht willst. Meine Zeit und meine Arbeit kosten Geld. Ich mache das alles hier nicht ehrenamtlich. Das ist meine Arbeit, verdammt. Nicht alles ist gratis in dieser schönen neuen digitalen Welt, Oma. Ich lösche ihn jetzt. Hadert? Nee. Aber ich wollte ja nicht mit meinem Vater anfangen. Es ist so gekommen. Der ist früh weg und ich bin emotional an das Projekt gebunden. Und das ist für meine Kunden gut und wertvoll, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, jemanden plötzlich zu verlieren und zu trauern. Ich weiß genau, was man als Hinterbliebener braucht. Ja. Ich habe wegen ihm damit angefangen, mit dem ganzen Projekt. Das stimmt schon. Nur, ich weiß nicht. Es sind doch immer diese Erfolgsgeschichten, die nach dem tiefsten Fall entstehen. Ein KI-Experte scheitert an seinem Deadboard und weil er es sich gesteht und den Fehler anerkennt, entsteht ein komplett neuer Gedanke. Nie dagewesen, aber überall zu sehen. Digitale Gräber. Das neue Facebook für die Toten. Naja, nicht für die Toten, für die Hinterbliebenen natürlich. Ich stelle es mir oft vor, wie sie mich zum Interview einladen und ich erzähle das alles. Das ist alles wahr, das sind meine Wunden, meine Geschichte. Und ich hab's geschafft. Ich verdiene scheiße viel Geld und helfe den Menschen. Ich helfe den Menschen und verdiene dafür scheiße viel Geld. Ich helfe, löscht Monikas Kommentar, den Menschen. Und jetzt würde ich gerne aus noch einem Stück von mir lesen, das heißt Parallel. Geschrieben sieht es aus wie zwei Schrägstriche, das Stück. Und es geht darum, in diesem Stück, dass der Protagonist der Geschichte die ganze Zeit wechselt, die Gestalt wechselt, aber alle diese Subgestalten sozusagen sind mit unsichtbaren Fäden verbunden. Das ist so eine Art Metaseele, die sie durchzieht. Und damit habe ich versucht, die Subjekt-Objekt-Beziehung aufzulösen. Genau, so ein bisschen die Frage, wo ist der Kern des Menschen? Eigentlich ist das auf vier Figuren aufgeteilt, aber ich glaube, zwecks Verständlichkeit lese ich das als Fließtext und dann versteht man das, glaube ich, ganz gut. Martin ging aus dem Haus und die Straße runter. Die Sonne schien so stark, dass Martin es sofort bereute, dass er sein Käppi nicht aufhatte. Zu heiß, dachte er sich.
Die Sonne verbrennt mir gleich den Schädel. So merkt man, dass man älter wird. Also, egal. Ich gehe jetzt nicht wieder die 4 verdammten Stockwerke zu Fuß hoch. 40 ist doch nicht alt. Ich bin nicht alt. Warum fühle ich mich nur so? Ich sollte mal wieder joggen gehen, dachte er sich, als an ihm ein 60-etwas-Jähriger vorbeiblitzte. Frustrierend. Sich jemandem geschlagen zu geben, der das gar nicht können sollte. Warum kann er das nur? Wo findet er seine Motivation? Ist er schon in Rente und kann sich das leisten, nicht zwischen Fernsehglotzen und Joggen gehen wählen zu müssen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Als DDR-Kind ist man froh, wenn man eine Tiefkühlpizza im Gefrierfach hat und der Fernseher etwas mehr zeigt als überfreundliche Gesichter, die in die Kamera lächeln und dabei eine Bierdose fröhlich vor sich wegschubsen. Da geht man doch nicht abends joggen. So dachte Martin, als er zum Supermarkt um die Ecke lief. Sein Bier war alle. Doch plötzlich sah er sein Spiegelbild in einem herausgeputzten Auto, das gerade an der Kreuzung wartete. Zusammen mit seinem Inhaber natürlich. Martin war gar nicht 40. Er war 18 und körperlich fitter als Cristiano Ronaldo. Martin joggte bis zum Laden und kaufte eine billige Prosecco-Flasche, eine Tafel Schokolade und eine Packung Kondome. Erdbeeren fehlen noch, lachte eine Frau hinter ihm in der Schlange. Er wurde rot. Nächstes Mal wird er solche Einkäufe gleich mit einem Großeinkauf verbinden, damit es nicht so auffällt. Mann, war das peinlich. Alle in der Schlange wussten Bescheid. Die Wände zogen sich langsam, aber sicher zusammen und jeder Mensch in diesem gottverdammten Supermarkt starrte ihn mit einem höhnischen Lächeln an, ganz nach dem Vorbild dieser Erdbeerfrau. Ihm wurde schlecht. Alles drehte sich plötzlich. Aber es schien keinen um ihn herum zu interessieren. Sekunden zogen sich wie Stunden. Er war endlich dran. Die Frau an der Kasse lächelte ihn an. Haben Sie eine Payback-Karte? Ja, schon, aber nein, leider nicht dabei. Sie lacht mich aus. Alle lachen mich aus. Sie wird mich auch auslachen. Warum tue ich das alles überhaupt? Als Martin rauskam, blieb er an der Ampel vor dem Supermarkt stehen und sah ihr dreimal zu, wie sie wieder und wieder rot wurde. Der Schnee besänftigte ihn plötzlich, erdete ihn. Ich bin wieder da, dachte Martin. Wieder da. Alles wird gut. Nur ein blöder Zufall. Blöde Frauen. Er hatte schon immer Angst vor Frauen. Vor allem vor jungen Frauen. Sie nahmen ihn nie ernst. Ein Außenseiter zu sein in der 11. Klasse ist nicht attraktiv. Wenn man so in der 3. mal Außenseiter war, warum auch immer, wegen der zu dicken Brille oder so, das ging vorbei. Das konnte er später mit einem Lächeln nacherzählen und auch noch selbst mitlachen. Ha, Kinderzeit, wie albern. Aber in der 11. Klasse nicht dazu zu gehören, nie dazugehört zu haben, das ist ein Stempel fürs Leben. Es wird nie wieder was werden mit einem. Man wird vereinsamen und ein Haus irgendwo im Wald abgelegenen Dorf kaufen und sich viele Haustiere holen und Romane schreiben, die kein Mensch lesen wird, auch posthum nicht. Martin stand plötzlich vor dem Aufzug. Eigentlich nahm er immer die Treppe. 2. Stock ist echt nicht anstrengend, aber die Tasche mit dem Prosecco und der Schokolade und vor allem den Kondomen wog das 10-fache von dem, was sie rein physikalisch wiegen musste. Er stieg in den Aufzug. Die 9,5 Sekunden waren unerträglich lang. Die Wände waren bereit, ihn ganz zu zerdrücken. Dann ging die Tür endlich auf. Sie stand vor seiner Tür. War er zu spät? Hatte er die Uhrzeit nicht etwa 1000-mal kontrolliert auf dem Weg zum Supermarkt? Wie lange stand er wirklich an der Ampel? Warum hatte er gestern nicht eingekauft, der Idiot? Wenn nicht sie, findest du nie wieder jemanden in deinem scheißverdammten Leben. Alles drehte sich und die schmutzige Hausflurdecke fiel auf Martin. Als Martin seine Augen wieder öffnete, sah er sofort, dass er auf seinem Bett lag
und gerade auf die mit Spinnennetzen verzierte Lampe starrte. Er sprang auf. Langsam, langsam, hörte er diese sanfte, alles heilende, wunderschöne Stimme. Was ist passiert? Dir ging es nicht gut. Du warst plötzlich weg? Ich wollte schon den Notarzt rufen. Deine Panikattacken sind manchmal echt erschreckend. Das tut mir leid, stammelte Martin. Er sah Georg an, seine Stirnfalten, seine schiefen Mundwinkel und alles wurde warm in ihm, fast zu warm. Zu viel Angst, ihn jetzt zu verlieren. Ach, was für ein Quatsch. Du musst dich nicht entschuldigen, sagte die perfekte Stimme. Schau, ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen, weil du keine Hilfe holen möchtest. Du bist meine Hilfe. Ich brauche niemand anderen. Vielleicht erwartete er zu viel. Was sollte Georg überhaupt an ihm lieben? Was ist an ihm liebenswert? Warum bist du Aufzug gefahren? Das ist unverantwortlich. Ich bin nicht... Es war wegen dir, dachte Martin. Nicht wegen dem blöden Aufzug. Das ertrage ich schon. Warum behandelt er mich wie ein Kind? Martin, bitte sag was. Schau mich nicht so an. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst... Martin, bitte, sag was. Schau mich nicht so an. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, kümmert sich keiner um dich. Doch, ich dachte, du würdest dich um mich kümmern, Georg. Martin, bitte, werd endlich erwachsen. Manchmal, wenn wir so am Balkon chillen und philosophieren, denke ich mir, krass, ich merke keinen Altersunterschied. Wir sind wie Seelenverwandte. Und in solchen Momenten dann aber schon. Du bist doch genauso ein Außenseiter wie ich. Keiner versteht dich, keiner versteht mich, keiner versteht uns und jetzt verstehst du mich auch nicht mehr. Du bist für mich alles, alles, weißt du das? Ich kann nicht ohne dich, ich kann nicht ohne uns. Bitte bleib bei mir, immer bei mir. Ich bin in Ohnmacht gefallen, weil ich dachte, dass du gehst. Mehr brachte Martin nicht aus sich heraus. Sein Kopf fühlte sich leer an, seine Ohren waren von einem unerträglichen Geräusch gefüllt, das immer lauter wurde. Nicht wieder das Bewusstsein verlieren, sonst geht er. Diesmal könnte er wirklich gehen, er sieht ja, wie es um mich steht. Er hat in seinem Leben mehr vor, als mich aus dem selbstgegrabenen Sumpf zu befreien. Martin, du bist nicht in der Verfassung, bitte beruhige dich. Trink Baldrian, habe ich dir in der Küche gelassen. Ich komme morgen wieder, in Ordnung? Ich muss kurz überlegen, weißt du, das ist gerade alles etwas zu viel. Pass auf dich auf, bitte. Ich bin morgen wieder da. Er ging. Ja, so einfach ist es. Er hat nur keine Eier, das zu sagen. Er ist ja wie ich. Aber gut, dann soll er gehen. Dann gehen wir beide zugrunde. Erst ich und dann er. Er wird damit nicht klarkommen. Ja, Georg. Ich glaube, ich gehe schlafen. Mein Kopf tut mir weh. Er fiel ins Bett und hüllte sich demonstrativ in die Decken. Wenn Georg jetzt nicht merkt, dass das alles Schwindel ist, dann besser so. Dann wäre es eh früher oder später dazu gekommen. Dann soll er jetzt gehen und dann... Georg machte das Licht in dem Zimmer sanft aus und ging. Er ging. Martin wartete, bis die Eingangstür zufiel und sprang auf. Seine Haut brannte, sein Herz wollte herausspringen. Er rannte zum Fenster, riss es auf und blieb stehen. 2 Stockwerke. Würde das gelingen? Zu niedrig. Er lehnte sich aus dem Fenster und starrte die Kippenreste auf dem Boden an. Zu nah, zu niedrig. Besser so. Schoss ihm plötzlich ein neuer Gedanke durch den Kopf, ein noch nie dagewesener Gedanke. Das ist die Lösung. Die ließe einen Ausgang. Die Welt und Gott schauen in Martin in diesem unerträglichen Moment an und würfeln um sein Leben. Aber die Chancen stehen gut für ihn, Martin. Gut, dass Georg für immer da bleibt, weil er nicht mehr ertragen wird, ihn alleine zu lassen, weil er Schuldgefühle haben wird. Und wenn er, Martin, sich verzockt, dann ist es auch richtig. Egal wie es ausgeht, ist das richtig. Es ist die perfekte Lösung, wie einfach. Martin spürte eine wilde Energie durch seinen Körper strömen und stieg auf das Fensterbrett. Zweifel umgarnten ihn wie Fliegen, die er immer wilder wegwedelte, bis er merkte, dass er schon hing
und sich nur noch an das Fensterbrett klammerte. Martin schaute zum vollen Mond, nickte ins Nichts und ließ los. Es folgte ein dumpfer Schlag. Er landete auf dem Kopf. Er hat sich verzockt. Martin, bitte, werd endlich erwachsen. Manchmal, wenn wir so am Balkon chillen und philosophieren, denke ich mir, krass, ich merke keinen Altersunterschied. Wir sind wie Seelenverwandte. Und in solchen Momenten dann aber schon. Martin schwieg. Wenn er jetzt antwortet, kann es ganz schlimm ausgehen. Für die beiden. Und außerdem ist es dann blöd, wenn die Titelfigur viel zu schnell das Buch verlässt. Das Buch seines Lebens. Er ist noch nicht bereit. Wertes Publikum, herzlich willkommen zur 163. Folge von Hörbahn on Stage. Mein Name ist Steven Lundström. Wir sind heute hier im Pixel, dem gläsernen Studio des Literaturradio Hörbahn im Gasteig. Und ich darf heute bei uns Katja Ladinskaya begrüßen. Unser Gast ist vielfältig. Katja ist Regisseurin, Autorin, Performerin und bildende Künstlerin. Dazu passt, dass sie mit St. Petersburg und München und mindestens 11 weiteren Toponymen einen ebenso vielfältigen Lebens- und Arbeitsweg in ihrer Biografie hat. Mit ihr möchte ich heute über ihr Buch Welten parallel sprechen und über ihre Arbeit als Regisseurin an und auf den Bühnen dieser Welt. Und natürlich auch über den Weg, den sie bis dorthin zurückgelegt hat. Katja, wunderbar, dass du zu uns gefunden hast. Dankeschön. Wärmen wir uns erst einmal ein bisschen auf. Katja, du hast bereits an 12 Orten inszeniert, wenn ich das richtig recherchiert habe. Verbindet man diese Orte auf einer Landkarte, kommt eine beeindruckende Tour durch Süddeutschland und Österreich dabei heraus. Ich nenne das auch mal, das ist schon sehr beeindruckend, diese Liste, nämlich Coburg, München, Regensburg, Nürnberg, Fürth, Linz, Stuttgart, Hannover, Marsbach, Schweinfurt, Baden-Baden und Bremerhaven. Okay, wir haben ein paar kleine Schlenker nach Norden. Welcher dieser Orte hat dich besonders fasziniert? Ich glaube, ich kann mit jedem Ort eine schöne Erinnerung verbinden, beziehungsweise für mich sind auch alle Projekte oder jedes Projekt ist ja auch irgendwo, sind neue Begegnungen mit den Menschen, ist auch ein Lernprozess für mich als Regisseurin, als Person. Also ich glaube, es wäre jetzt schwer, irgendwas Konkretes rauszupicken. Es ist alles tatsächlich wie so ein Weg, der mal nach rechts, nach links abbiegt und dann immer wieder landet man woanders. Na, sagen wir, nehmen wir mal Linz, wo du Antigone, darauf kommen wir ja gleich noch ausführlicher zu sprechen, am Theater Phoenix inszeniert hast. Was war Linz, was hat Linz für dich ausgemacht als Stadt, als Ort, auch um dein Stück zu inszenieren? Also ich habe eben am Theater Phoenix Linz war Intendanzwechsel und Silke Dörner hat die Intendanz übernommen und wir mit Antigone waren auch die Eröffnungsproduktion von der neuen Leitung in die Spielzeit damit gestartet. Und das hat sich schon sehr besonders angefühlt, einfach diese Tatsache, dass man das Vertrauen bekommen hat, eine Spielzeit der neuen Intendanz zu eröffnen. Das fand ich ganz toll. Von der Stadt an sich sieht man relativ wenig, wenn man inszeniert, weil die Arbeitszeiten von 10 bis 14 und dann 18 bis 22 Uhr plus die ganzen Vorbereitungen, die noch dazwischen passieren, lassen einem nicht so viel Zeit für die Spaziergänge. Aber was ich gesehen habe, fand ich sehr schön und ich fand auch die Stadt sehr lebendig und gleichzeitig entspannt. Das fand ich schön. Ein Café im Schiff. Am Schiff, das fand ich ganz toll. Da. Wäre ich Regisseur, müsste ich es, ich hätte keine Wahl, müsste ich im Vorderasiatischen Museum zu Berlin vor dem Ischtar-Tor und auf der Prozessionsstraße von Babylon inszenieren, egal was. Hast du auch so einen Sehnsuchtsort, an dem du mal unbedingt ein Stück inszenieren möchtest, sei es eine Bühne oder sei es eben eine Location, wo auch immer?
Gute Frage. Also für mich hängt das immer alles eben zusammen. Das ist so immer ein Gesamtkunstwerk. Es hängt davon ab, ich weiß ja nicht, was mich in 5, 10 Jahren thematisch auch rumtreibt, weil ich suche dann, also teilweise natürlich inszeniere ich an oder zum größten Teil an den Theatern, dann ist unser Ort dann auch die Bühne dementsprechend. Aber beispielsweise jetzt als nächstes steht bei mir eine Premiere in der Kirche an. Ja. Wir machen eine Performance in Regensburger Neupfarrkirche. Das Projekt wurde eben durch evangelische Bildung Oberpfalz und eben EBW Regensburg auch finanziert und unterstützt. Und da wird es heißt Krieg und Frieden, da wird es eben um den Krieg gehen, auch in der Ukraine, aber auch um die Frage, warum gibt es Kriege? Und vielleicht auch, was können wir als europäische Gesellschaft dazu beitragen, dass das aufhört? Oder wie sehr eben uns zu hinterfragen, weil dass Russland ein Aggressorland und eine Diktatur und beziehungsweise die russische Regierung das ist absolut klar. Aber ich würde da gerne weiterdenken. Genau. Kann ich dich vielleicht dann dazu verleiten, meine Antwort auf die Frage zu geben, warum gibt es Krieg? Welche Antworten gibt ihr da in dem Stück, in der Inszenierung? Also mir ist es allgemein wichtig, dass wir eher so einen Diskurs öffnen. Also klar, wir haben Meinungen, auch teilweise Antworten, aber ich habe nie einen Anspruch, Dinge komplett zu erklären in meinen Inszenierungen, sondern mir ist es wichtig, dass ich in den Austausch mit dem Publikum gehe und dass es beim Publikum eher so nachwirkt und dass sie sich selber vielleicht noch weitere Fragen stellen. Also klar ist mir wichtig, eine Linie durchzuziehen, dass man auch nicht missverstanden wird mit dem, was man macht, aber eine letztendliche, endgültige Antwort, danach suche ich gar nicht. Also was uns schon thematisch vorschwebt, ist tatsächlich, dass ich finde, dass wir, also ich sage jetzt mal, wir als europäische Gesellschaft ist damit gemeint, teilweise Krieg als zu normal betrachten. Also ich finde schon teilweise seltsam, wenn ich in den Nachrichten den Krieg in der Ukraine sehe, dann in den Euro-Shop um die Ecke gehe und sehe da Wasserpistolen für 1 Euro mit den Bildern von den Kindern, die dann so lächelnd diese Pistolen halten. Oder die ganzen Computerspiele, ist ja auch so eine Debatte. Und ich habe dann eben einen ukrainischen Schauspieler kontaktiert und dann habe ich ihm genau diese Frage gestellt, findest du es nicht auch seltsam, dass während Krieg tobt, wir teilweise wirklich solche Spielzeuge da haben, die nicht nötig wären. Es gibt genauso diese Röhre, die man so rausziehen kann und dann wieder zusammenziehen, dann kommt auch so ein Wasserstrahl raus. Warum müssen diese Spielzeuge wie Waffen ausschauen? Warum spielen wir Schiffe versenken? Das liegt eben auch, ich war jetzt in Aldi einkaufen, da liegt so ein Kästchen mit dem Spiel, vorne ein Bild drauf von einem untergehenden Schiff, überall Bomben um das Schiff herum. Also da frage ich mich schon, wie wurden wir sozialisiert? Und wie normal sehen wir das eigentlich? Also das ist nur ein Unterthema, aber das wird durchaus wichtig werden in der Performance. Ja, jetzt da du davon sprichst, ich bin ja die ersten 10 Jahre meines Lebens in der DDR aufgewachsen und da zählten Waffen gerade auch in der Schule durchaus auch zum, ja, wie soll man sagen, zum Lehrmaterial. Also klar, so als Kind, vielleicht auch gerade als Junge, spielt man auch gerne mal Cowboy und Indianer oder auch so Krieg in welcher Form auch immer. Das habe ich auch getan mit meinen Freunden, aber als wir dann in der Schule dann solche, ich weiß nicht, was für eine Sorte Waffe, das war irgendeine Art von Gewehr, weiß ich nicht mehr, aber ein echtes eben, in die Hand bekam, habe ich sofort gemerkt, das ist etwas, was Böses. Und ich wollte das nicht halten. Ich habe mich auch geweigert, damit zu schießen oder es anzulegen, weil ich nicht, weil ich Kritik üben wollte. Ich hatte einfach Angst vor diesem Ding. Konnte aber am nächsten Tag ohne Probleme Robinsons Schatzinsel weiterspielen mit einem selbstgebastelten Schwert aus Holz. Also ich weiß, was du meinst und das finde ich sehr interessant. Und diese Veranstaltung dann in Regensburg, ist das die, von der du mir auch erzählt hast über Instagram, wo du die Leute aufforderst, kurze Statements abzugeben, die dann abgespielt werden? Genau, also wir haben eine Frage in die Runde gestellt. Die Frage ist sehr breit formuliert, warum Krieg? Und darauf kann ungefähr alles geantwortet werden. Also von angefangen mit, weil
das derzeitige russische faschistische Regime Macht und imperialistische Ambitionen über Menschenleben stellt oder, keine Ahnung, eben weil wir erzogen wurden, wie wir erzogen wurden, etc. Also es kann sehr konkret, es kann auch sehr philosophisch allgemein gehalten sein. Ich habe auch jetzt eben gestern eine Antwort erhalten von einem Kollegen, weil der Krieg sehr viele Menschen sehr reich macht. Stimmt natürlich auch. Also es gibt kein richtig oder falsch. Das sind alles Mosaikteile der eines Bildes. Kommen wir zu dem Weg, den du eingeschlagen hast, dem Weg zur Bühne. In der Intro habe ich ja gerade deinen beruflichen Ist-Zustand kurz zusammengefasst und der ist, wie eben erwähnt, vielfältig und spannend, wie ich finde. Regisseurin, Autorin, Performerin und bildende Künstlerin auch. Das besprechen wir aber gleich noch ausführlicher. Aber wie bist du eigentlich dahin gekommen? Wie sah dein Weg zur Bühne aus? Warum hast du dich entschieden, Regisseurin zu werden? Also alles hat eigentlich, das liegt jetzt einige Jahre zurück, da war ich noch in St. Petersburg und da habe ich einen Rhetorikkurs besucht. Da ging es eben darum, dass man gut Vorträge halten kann und so weiter und so fort. Da haben meine Eltern mich so ein bisschen dazu verleitet, so nach dem Motto, dann später, nachdem du dann BWL studiert hast, dass du schön Vorträge halten kannst, dann besuch doch mal sowas. Was sie nicht wussten, ist, dass die Leiterin von diesem Kurs eine tolle Frau, eine Theaterregisseurin war, sehr leidenschaftlich. Und wir haben einfach, ich hatte meine erste Begegnung mit der Kunst gehabt. Also mit, wir haben Gedichte gelesen, Gedichte geschrieben, kleine Szenen gespielt, auch teilweise ganz viel, man könnte es Impro-Theater nennen, Aufgaben gestellt bekommen. Und dann habe ich zunehmend gemerkt, dass mich das sehr interessiert und bin dann erstmal zum Performen oder zum Schauspiel gekommen. Und dann habe ich in München eben angefangen, BWL zu studieren, weil meine Eltern mich eben für das Studium nach Deutschland geschickt haben. Dann habe ich erstmal nicht Nein gesagt, weil ich auch nicht so wirklich wusste, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Und dann habe ich eine private Schauspielausbildung gemacht in München und quasi, das war so ein Theater eben hier in München, Galli-Theater in der Amalienpassage, und da habe ich mich mit der Leitung auch sehr gut verstanden. Da durfte ich dann auch meine eigenen ersten so Solo-Shows und Performances, und ich habe mitgespielt und für Kinder auch Stücke mitgemacht an den Stücken oder Impro-Theater für Kinder auch geleitet. Das war ganz spannend. Dann habe ich irgendwann gemerkt, auch bei diesen Solo-Performances, dass mich das hinter der Bühne irgendwie mehr reizt als das Verkörpern an sich. Also dass mich beides interessiert, deswegen performe ich immer noch. Also ich brauche das auch immer so als Ausgleich, sich irgendwie körperlich zu betätigen, nachdem man eine lange Spielzeit hinter dem Tisch sitzt und vor sich hin überlegt und mit Menschen redet und arbeitet, dass sich dann irgendwann auch mein Körper den Ausgleich braucht. Und ich stelle auch gerne Dinge dar. Aber ich kreiere eben gerne Welten. Ich erzähle gerne Geschichten und ich arbeite gerne mit den Menschen zusammen. Und deswegen habe ich das so für mich, also erstmal Regie ausgesucht, aber eben nicht nur. Ja, spannend. Du hast ja vorhin eben gesagt, dass die Regiearbeit, dass dabei viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, auch zum Beispiel der Ort. Mhm. Und das war eben die Frage, welches ist dein Sehnsuchtsort, an dem du unbedingt mal inszenieren musst. Deine letzte Inszenierung spielt ja an einem ganz besonderen Ort. Erzähl uns doch mal vom Thermalen Widerstand, dem Stück von Ferdinand Schmalz, das du wo inszeniert hast? Genau, also ich habe den Thermalen Widerstand von Ferdinand Schmalz in Coburg inszeniert, zusammen mit dem Schauspielensemble aus dem Landestheater Coburg, und zwar in der Therme in Bad Rodach, Therme Natur. Und da gibt es so einen Raum, der heißt Baumwipfelpfad. Und in diesem Raum gibt es ein Schwimmbecken, eben so ein Platz um das Schwimmbecken drumherum logischerweise, und zwei Galerien. Mhm. Und das war ein schöner Raum, also auch einfach mit so viel Wasser
zu spielen. Das war mal was ganz Neues, sowohl für die SchauspielerInnen als auch für mich zum Inszenieren. Der Raum, also wir hatten auch technisch, also bis auf eine kleine Sprechbox, keine weiteren Möglichkeiten, auch keine Abdunkelungsmöglichkeiten. Das heißt, alles, was entstanden ist, ist aus Schauspiel und pur aus dem Spielen entstanden. Und das sind schöne Vorgänge im Wasser gewesen. Es war auch spannender Weg dahin, teilweise Dinge im Wasser, weil wir haben teilweise auf der Bühne geprobt, also auf der Probebühne im Theater, und dann hatten wir einzelne Proben vor Ort. Und es war dann oft so, dass man sich dann irgendwie den Kopf zerbricht auf der Probebühne und dann ist man vor Ort und das sieht alles ganz anders aus. Das Wasser plätschert, es ist ein anderer Raum. Es war total, total schön, sich damit auseinanderzusetzen und einfach auch diese Spiellust dann mit dem Wasser, mit so viel Wasser zu arbeiten, das war schön. Und was wir auch schön fanden, dass die Vorstellungen waren alle ausverkauft. Das wird auch wieder aufgenommen in der nächsten Spielzeit. Und viele Gäste, das waren Thermengäste tatsächlich, die jetzt keine TheatergängerInnen sind. Und es war total schön, auch von denen das Feedback zu bekommen, dass sie das mitgenommen hat, dass sie das spannend fanden. Ich habe mich, als ich den Bericht vom BR gesehen habe, also ein kurzes Video, habe ich mich gefragt, ist das im Stück, also ist das von Ferdinand Schmalz auch so vorgesehen, dass es in der Therme spielt, oder hast du da mit dem Stück, hast du dich selbst entschieden, es dort zu inszenieren? Also es ist eigentlich genau umgekehrt. Also das von Ferdinand Schmalz, das Stück, so wie das geschrieben ist, es ist eigentlich ziemlich abstrakt. Also es ist eine teilweise postdramatisches Stück und es ist für die Bühne gedacht. So, dann hat aber eben das Theater Coburg mir das vorgeschlagen, dass wir das in der Therme machen. Und das fand ich, also diese Entscheidung fand ich auch total schlüssig und interessant. Nur ich glaube, dass es von dem Autor so nicht intendiert war. Aber das ist natürlich auch spannend, einfach zu sagen, okay, wir nehmen das wortwörtlich, es geht um die Therme, dann machen wir es auch in der Therme. Also das fand ich cool. Und auch eben den Gedanken, dass man an das Publikum geht, das man sonst nicht erreichen könnte. Ja, im Theater vielleicht. Und ja, das finde ich auch interessant. Das ist auch immer so meine Frage, wenn ich mit AutorInnen spreche. Wie bringst du eigentlich deine Kunst an den Mann, an die Frau oder irgendwas dazwischen? Oft ist es ja so, dass wir uns in unserem Literatur- und Kulturbetrieb bewegen und man sich nicht, also mir scheint es sich nicht immer so die Frage stellt, wie komme ich denn mal aus der Blase raus und erreiche die es vielleicht auch interessieren könnte. Worum geht's denn in dem Stück? Was ist denn der Inhalt, der Gegenstand des Ganzen? Also im Stück geht es um unsere Wohlfühlgesellschaft und im Prinzip um unsere Unfähigkeit, unseren Wohlstand mit anderen zu teilen. Seien es Geflüchtete oder sei es die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Auch der Hyperkapitalismus ist Thema, wo dann alles Menschliche unterwegs auch irgendwie verloren geht. Und natürlich auch die Frage, wie eben der Titel auch schon sagt, thermaler Widerstand. Welcher Widerstand ist wann möglich und vielleicht auch nötig? Und aber eben auch, finde ich, zeigt das Stück die Gefahren auf, was passiert, wenn die verfeindeten Parteien keinen Dialog mehr miteinander finden. Ja, das ist auch ein ganz guter Übergang zu meiner nächsten Frage, die ich mir notiert habe, und zwar die nach den Themen und den Motiven deiner Regiearbeit. In Welten parallel hast du ja insgesamt 7 Stücke versammelt und hast auch schon ein bisschen was zu den Gegenständen, zu den Themen gesagt, um die es geht. Also welche Themen bewegen dich als Regisseurin? Welche kommen in dieser Stückesammlung vor, so zusammengefasst? Also mich interessieren eigentlich ganz verschiedene Themen. Also gerade ist es natürlich so, dass seit der Krieg in Ukraine großflächig ausgebrochen ist, weil der lief eigentlich schon seit 2014, es wurde nur wenig berichtet, aber auf jeden Fall, seit es so schlimm ist, wie es jetzt ist, hat mich das komplett eingenommen. Also ich frage mich sehr viel, warum Krieg und wie geht Widerstand, und das
treibt mich aktuell sehr um. Aber was ich auch total spannend finde, sind so ganz existenzielle zwischenmenschliche Themen. Also die Frage nach dem Sinn kommt in vielen meinen Stücken vor. Auch die Frage eben, was ist der Tod? Was ist unsere Angst davor? Wie gehen wir vielleicht damit um? Mich interessiert die zunehmende Digitalisierung und was es mit uns Menschen macht, mit unserer Kommunikation. Ich habe jetzt eben aus Toto Fischl vorgelesen. Da ist es im Stück auch so, dass die digitale Welt und die reale Welt wie so zwei Parallelwelten fungieren, die sich nicht berühren. Mhm. Und während Digitalkämpfe ausgeschlachtet werden, erzählt eine Nachbarin von einer von den Personen irgendwie eine private Geschichte, die aber keiner hört. Und irgendwie so, also darum geht es zum Beispiel auch. In Projections of Lulu, da habe ich heute nichts davon vorgelesen, aber das ist auch ein Stück, das ich, also es ist meine Fassung von Wedekinds Lulu mit viel Eigentext und auch da sind Kierkegaards Texte eingeflossen, Liedtexte, diverse Texte, und da ging es mir zum Beispiel darum, was passiert, wenn, also im psychologischen Sinne gibt es so einen Begriff, projektive Identifizierung. Was passiert, wenn wir auf die Menschen Dinge projizieren? Also jetzt hier in diesem Stück ist das Lulu, auf die meistens Männer ihre Erwartungen projizieren. Mhm. Und sie nimmt diese Erwartungen auf, wird zur Projektionsfläche, lässt es zu und wird dann zu dem tatsächlich. Also sie wird zu der Projektion. Mhm. Und dann diese ganze Kraft der Projektion spiegelt zurück. Weil es wird ja oft, wenn man über Lulu redet, dann oft irgendwie, sie wird als femme fatale dargestellt, die irgendwie dann letztendlich Männer zugrunde richtet. Aber ich finde viel spannender zu sagen, was waren denn diese Erwartungen, die sie dann letztendlich erfüllen musste, weil ihr nichts anderes übrig blieb, so in dieser Welt. Und da geht es eben natürlich auch um die Rolle der Frau und um auch ziemlich explizit um Kinder. Missbrauch oder Kinderpornografie auch. Da haben wir auch eben Teile aus Dokumentarfilmen verwertet für das Stück, das wirklich irgendwie furchtbare Dinge zeigen, die auch in Europa unter verdeckter Hand passieren. Es gibt viele Themen, die mich umtreiben. Ich glaube, also manchmal finden mich auch Themen oder Stoffe. Ich glaube, mir ist es wichtig, dass das Stück, also ich sehe auch das Theater, so wie ich das gerne mache und machen möchte, auch immer als politisch. Und politisch bedeutet für mich nicht nur, es geht um den Widerstand oder um ein politisches System, sondern selbst wenn man, keine Ahnung, um eine gescheiterte Liebesgeschichte redet, dass man das nicht auf die beiden Menschen reduziert, sondern das Warum steckt vielleicht unser kapitalistisches System dahinter, stecken irgendwie toxische Gesellschaftserwartungen dahinter. Also insofern sehe ich, also wenn ich an dem Stück das rauskitzeln kann, das macht es für mich spannend. Und wenn ich selber Stücke schreibe, dann versuche ich sie auch auf diesem Wege zu schreiben. Ja, spannend. Also bei deiner Lesung von Toto Fischl ist mir auch gleich eine Frage gekommen und ich stelle sie besser jetzt gleich, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Ich habe schon die ganze Zeit gekämpft, dass es nicht irgendwo verschwindet. Und zwar hast du, meine ich, sinngemäß steht in dem Stück, die Erinnerung oder das Gedenken braucht keinen Ort. Weil, sinngemäß ist es richtig. Für mich als Altorientalisten und Ägyptologen ist das ein Satz, der, das kann nicht stimmen. Mhm. Also für diese alten Gesellschaften, aber selbst, würde ich mal behaupten, selbst für die europäischen Gesellschaften, vielleicht bis hin zum digitalen Zeitalter, braucht es diesen Ort auf jeden Fall. Man kann nicht gedenken, ohne irgendwo hinzugehen, letzten Endes. Das muss nicht unbedingt ganz konkret ein Grab sein, aber es ist es in den meisten Fällen eben doch. Als du recherchiert hast und das geschrieben hast, welche Gedanken hast du dir dazu gemacht? Teilst du diese Auffassung oder doch eher das Traditionelle, so wie ich? Ja und nein. Also ich habe tatsächlich, also das Stück ist entstanden während Corona-Pandemie, da wo das Thema Tod ungefähr auf jeder ersten Titelseite von jeder Zeitung stand. Tod, 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 so und so viele erkrankt und tot, und zwar überall. Und ich bin dann irgendwann auf eben
davor schon eigentlich, auf diese Seiten, wo drunter steht, eben beim Facebook jetzt Meta, ne, in Erinnerung an. Das gibt es ja schon, eben diese Gedenkseiten digital. Also was ich schon finde, ich denke auch, dass das Gedenken eigentlich einen Ort braucht, prinzipiell, oder ich teile eben mit dir diese Auffassung, dass das, also ich ticke auch so. Ich habe mich aber dann gefragt, also wie weit gehen wir mit Digitalisierung, was, also dass man solche Themenfelder aufgreift, wo das eigentlich gar nicht gehen kann, sollte, müsste. Also ich habe versucht, das so weit voranzutreiben, wie es geht, eben deswegen auch, dass dieser Programmierer ja zunächst versucht, auch die Teile habe ich jetzt nicht vorgelesen aus dem Stück, aber er versucht eben seinen Vater mit Hilfe von KI zu rekonstruieren, und letztendlich scheitert es dann, kleiner Spoiler, scheitert dann daran, dass wenn eben dieser Alex dann dem Vater beichtet, dass er schwul ist, dass der Vater, also dieser KI-Vater, dass das Programm gar nicht damit umgehen kann. Und er streitet dann mit dem Programm und sagt, er hätte es verstanden, mein Vater hätte es verstanden. Aber er streitet ja nur im Prinzip mit einem KI-Abklatsch. Er ist ja kein Mensch vor ihm. Mhm. Und das ist irgendwie diese Absurdität der digitalen Welten, die wir uns selber erschaffen und dann aber selber so sehr daran glauben. Und deswegen glaube ich auch, diese Thematik des digitalen Trauerns kam ja eben unter anderem auch, weil ja das Trauern vor Ort auch nicht immer möglich war. Es waren ja auch eben diese Corona-Zeit, diese eben bei dem Begräbnis durfte irgendwie kaum einer dabei sein zu Beginn bei Pandemiebeginn. Und da haben das die Menschen angefangen, da habe ich auch so einen Stream gesehen. Und da dachte ich mir, einerseits ist das irgendwie ganz seltsam, aber andererseits, was bleibt den Menschen denn übrig? So, ihnen wurde dieses traditionelle Gedenken auf einen Schlag weggenommen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. In der Corona-Zeit war vieles eben nicht möglich, das stimmt. Aber dennoch kamen die Streams ja vom Friedhof. Also da gab es diesen Ort. Und natürlich stimmt es auch, man kann Gräber zerstören. Auch das ist eine Möglichkeit des Gedenken, ist ja auch eine Möglichkeit der Kriegsführung übrigens auch, die, es würde mich nicht wundern, auch jetzt im Ukraine-Krieg zum Tragen kommt. Also ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass auch da dieses Mittel angewandt wird. Aber man muss sich halt fragen, was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Wo ist dann der digitale Gedenkwald? Wo ist das digitale Book of the Dead, Totenbuch, von dem du auch in der Lesung im Grunde genommen die Rede war, also ein Facebook für Tote. Genau, ja, aber das passiert ja dann auch, okay, ganz großer Spoiler, das Stück endet ja so, dass dieses diese Eterno, also der digitale Friedhöfe von diesem Alex, werden eben von Meta aufgekauft. Und die bekanntesten Seiten, die es gab, also unter anderem die Seite von der Monika wird ganz bekannt, und da schauen irgendwie digital 2 Millionen Menschen ihrem Begräbnis zu. Und dann aber, als es aufgekauft wird, ändern sich die Verhältnisse und die Seite gerät in Vergessenheit. Und dann wird eine neue Seite größer. Also, und der letzte Satz, wenn ich das ganz kurz vorlesen darf, nur dass ich das richtig zitiere. Moment. Digitale Friedhöfe werden von Meta aufgekauft. Merles Facebook-Seite boomt wieder. Sie wurde mit Floras Hilfe per Losverfahren als erstes Gedenkprofil der neuen fusionierten Webseite bestimmt. Die erste Beta. Monikas berühmte Eterno-Seite geriet in Vergessenheit. 10 Jahre hat's gedauert. Ein Wimpernschlag. Das sind jetzt die letzten Sätze vom Stück. Ja. Spannend. Jetzt hast du ja schon auch viel von deiner Arbeit und auch von der Art und Weise, wie du Regie führst, was dabei eine Rolle spielen kann, gesagt. Wie würdest du dich denn in der, ich sag's jetzt mal als Laie, in der Theaterwelt selbst verorten, deine Art Regie zu führen? Was gibt es für Regietrends? Was ist gerade en vogue? Und welche Position nimmst du in dieser Gemengelage mit ein? Also ich weiß nichts davon. Also ich glaube es nicht an Trends. Ich glaube eher an so, weiß nicht, also es gibt natürlich verschiedene RegisseurInnen, die bestimmte Ästhetiken oder bestimmten Themenfelder
aufgreifen, so eine Art auch Wiederholbarkeit darin finden oder so einen eigenen Stil finden. Also was ich zu mir sagen kann, was mich sehr am Theater interessiert, ist die Grenzen auszuloten zwischen verschiedenen Kunstbereichen. Also dadurch, dass mich auch viele Kunstbereiche interessieren, frage ich mich immer, wie kann man zum Beispiel darstellendes Spiel mit bildender Kunst verbinden? Oder wie kann man Performance mit darstellendem Spiel verbinden und was für Möglichkeiten habe ich da? Also konkret arbeite ich zum Beispiel sehr gerne mit Overhead-Projektoren. Ich finde, das ist ein sehr schönes haptisches Mittel. Also es ist nicht vorproduziert wie bei einem Video, sondern es lebt, wie auch das Theater lebt. Also das ist für mich auch spannend, weil Theater lebendig ist. Das unterscheidet das ja vom Film. Und was ich total spannend finde beim Overhead, es passiert alles live. Und in den Inszenierungen, in denen ich damit gearbeitet habe, es wird wie so noch ein Spieler. Es wird von den SchauspielerInnen benutzt, szenisch eingesetzt. Man kann damit Bilder entwerfen und eben auch Situationen neu erschaffen. Also es spielt mit. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Mittel. Und das ist für mich genau diese Grenze zwischen Performance und darstellender Kunst, wo die SchauspielerInnen aus den szenisch austreten und bestimmte Vorgänge, eigentlich technische Vorgänge tun. Da kann man auch schauen, ist das noch die Rolle? Wenn das die Rolle ist, dann wie genau agiert diese Rolle mit dem Overhead-Projektor zusammen? Wenn es dann ein technischer Vorgang ist, dann wie ist dieser Austritt und Eintritt in die Rolle gestaltet? Also es sind diverse Fragen, die so damit verbunden sind. Ja, danke. Das ist eine tolle Antwort. Also, kommen wir zu dem Stück, aus dem du am meisten bei deiner Lesung auch jetzt vorgetragen hast, und zwar Antigone. Antigone ist ja eine Gestalt der griechischen Antike, die in verschiedenen Traditionen überliefert ist. Besonders wichtig und bekannt ist das Theaterstück von Sophokles, klar. Wie bist du auf Antigone gekommen? Beziehungsweise wann und wie war dein erster Kontakt mit diesem antiken Stoff? Also ich meine wirklich die Zeit, bevor du dich entschieden hast, selbst ein Bühnenstück zu schreiben. Bei mir persönlich war es, das hatten wir im Vorgespräch auch schon kurz erörtert, war es eine Aufführung Anfang der 90er Jahre in Griechenland im Theater von Epidauros, die Inszenierung von Mikis Theodorakis und eben auf Altgriechisch. Das war wirklich ein Erlebnis. Davon habe ich gehört. Ja. Ich suche immer noch nach einer Aufnahme. Bisher habe ich sie nicht gefunden. Was war denn so dein erster, wie sagt man heute, Antigone-Moment? Mhm. Also die Begegnung mit dem Stück passierte so. Also klar, ich habe Antigone vorher auch schon gelesen, noch im Studium oder vor dem Studium. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall wurde ich dann vom Theater Phoenix engagiert und ich wurde gefragt, ob ich Antigone neu dichte oder neu schreiben kann. Und das hat mich natürlich total interessiert, weil es ist für mich eben eine Traumaufgabe, gleichzeitig am Text und auch von der Regieseite an dem Werk sich beteiligen zu dürfen. Das finde ich ganz spannend und toll. Und dann habe ich eben angefangen, zu überlegen, was interessiert mich denn so an Antigone und was ist heute relevant, was ist der politische Hintergrund heute oder was könnte es sein? Und dann, es war alles irgendwie für mich so ein bisschen in der Schwebe. Ich habe zwar angefangen, eine Fassung zu schreiben, wo es darum ging, verschiedene Möglichkeiten der demokratischen Ordnung aufzuzeigen, aber das war das alles irgendwie nicht und das Gefühl hatte ich, dass es irgendwie alles noch so in der Schwebe ist. Und dann kam der Krieg in der Ukraine und dann das war mein Antigone-Moment, weil ich habe davor immer wieder Sophokles Antigone gelesen und habe mir gedacht, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe nicht, wozu sie ihn nochmal begraben möchte. Also sie begräbt ihn ja zweimal. Warum macht sie das? Sie weiß ja, dass sie daran sterben wird. Sie weiß, wozu muss sie das öffentlich tun? Und jetzt gerade, also nicht jetzt gerade, sondern es läuft schon seit 1,5 Jahren leider, aber eben als der Krieg dann losging und ich auch ganz viele widerständige Menschen in Russland gesehen habe, die sich
trotz Haftstrafen, trotz Folter, trotz Polizeigewalt sich auf die Straße getraut haben. Die ganzen oppositionellen PolitikerInnen und KünstlerInnen, die die digital und auf den Straßen auch versucht haben, Leute wieder zur Besinnung zu rufen und eben dieses Öffentliche. Und dann habe ich das verstanden, weil da noch ganz, ganz viel, es glaube ich auch bei ganz vielen, bei mir war das auch so, dass es bei ganz vielen Menschen, die dieses Regime verachten, dann auch immer die Frage mitschwingt, habe ich vielleicht auch Schuld daran, dass dieses Regime entstanden ist. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, ich bin ja mit 16 nach Deutschland zum Studieren gekommen und eben, ich hätte eigentlich eine Möglichkeit mit 18 bei der Briefwahl einfach mal gegen Putin zu wählen. Das könnte ich machen. Ich habe mir halt damals gedacht, gut, es ist eh so eine Diktatur, mein Brief wird wahrscheinlich eh weggeschmissen und dann ist es ein Tropfen im Meer und dann ist es weg. Dann habe ich mich gefragt, und was, wenn wir, das haben ja alle wahrscheinlich so gedacht, was, wenn wir alle einen Brief geschrieben hätten, gegen Putin, dann käme so ein Berg an Briefen an. Vielleicht wäre es schwieriger, mindestens schwieriger, das zu beseitigen. Das haben wir nicht getan, das habe ich nicht getan. Und ich glaube, dann kommt da ganz viele Gedanken. Ist es Schuld, ist es Verantwortung? Also mittlerweile bin ich angekommen an dem Punkt, wo ich sage, wir tragen alle Verantwortung, weil ich glaube, das ist auch ein positiveres, anspornendes Gefühl, als zu sagen, wir sind schuld. Schuld sind diejenigen, die das Regime unterstützen. Die anderen sind verantwortlich, finde ich. Ich auch. Und das glaube ich auch, was Antigone so, also jetzt in meiner Fassung vor allem, sie merkt, sie hat es viel zu lange mitgetragen. Und irgendwie dieses Gefühl, auch der Wunsch, vielleicht auch sich selbst als das Zeichen zu sehen, hängt damit zusammen, dass man gar nicht anders kann in dem Moment. Und das ist dieses Antigone-Gefühl. Mhm. Das gar nicht anders können, als öffentlich ein Zeichen zu setzen. Und das tust du ja auch außerhalb deiner eigentlichen Regiearbeit, nämlich erzähl doch mal von deiner Arbeit in dieser Frieden-Initiative, an dieser Antikriegsinitiative, die du mitbegründet hast. 2022, glaube ich, war das, ne? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, der passende Moment auch dazu. Ja, bestimmt. Also ich möchte mich jetzt nicht mit der Figur von Antigone vergleichen, obgleich ich natürlich, da sind sehr viele persönliche Gedanken und Gefühle in dem Stück drin. Das ist alles eben so passiert. Also der Krieg hat angefangen. Es war erstmal eine totale, also Kaleidoskop an Gefühlen und große Verwirrung und irgendwie, keine Ahnung, Angst, Wut, Schuld, alles. Und dann eben kamen die ersten Demonstrationen in Regensburg, da kam ich einfach dazu. Und dann wurde ich, am 1. März gab es so eine ganz große Demonstration, da waren 1000 Leute anwesend. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich da auch reden möchte. Und ich habe eben auch gesagt, also ich möchte dann, wenn ich schon dabei bin, auch Sprachrohr für diejenigen, die in Russland nicht sprechen können, sein, weil es sind Menschen, die gegen den Krieg sind, auch in Russland. Und es wurde eine Petition online gestartet in Russland von einem Menschenrechtler, Lev Ponomarev. Und der hat eben, es hieß Nein zum Krieg. Und ich habe diese Petition eben in der deutschen Übersetzung vorgelesen, auch Forderungen gestellt. Klar, man weiß mittlerweile, die sind total utopisch, sowas wie die Truppen sollen Ukraine verlassen, also die russischen Truppen sollen Ukraine verlassen, Ukraine ist ein souveräner Staat und so weiter und so fort. Hat man ja gemerkt, hat nichts gebracht, aber wir haben es versucht. Und dann habe ich eben selber eine Demo organisiert. Es war, nachdem in Russland das Fake-Gesetz verabschiedet wurde, wonach die Menschen, die eigentlich Wahrheit über den Krieg erzählen, für 10 bis 15 Jahre in die Haft gehen können. Und da gab es eine ganz große Protestaktion am 6. März, wurde sie angekündigt, und die wollte ich halt aus Regensburg so mit unterstützen. Und da habe ich dann ein paar andere junge Frauen aus Russland kennengelernt, die auch gerne mitmachen würden. Und dann wurde ich auch von einem guten Freund von mir angerufen. Die haben zwei Ukrainerinnen aufgenommen und sie wollten auch mitmachen. Und dann habe ich sie gefragt, wollt ihr einfach mit uns dann auf die Demo oder wie wollen wir es tun? Und dann haben sie gesagt, ja, sehr gerne. Und dann entstand so eine Gruppe, eben gemischte Gruppe aus RussInnen und UkrainerInnen. Und dann haben wir einfach gemeinsam geschaut, welche Forderungen wir stellen können,
wollen. Wir haben unter anderem zum Beispiel Embargo, Gas- und Ölembargo eingefordert und auch explizit gegen Gazprom, weil es sowohl, also Gazprom sowohl den Krieg in der Ukraine unterstützt und mitfinanziert, als auch maßgeblich daran beteiligt war, dass wichtige oppositionelle Medien in Russland geschlossen wurden. Also es hatte mehrere Gründe. Genau, und da haben wir eben das zu unserer Agenda gemacht und aber auch gleichzeitig mitgeholfen bei so einer DeserteurInnen-Hotline für russische und belarussische DeserteurInnen und haben auch immer dafür plädiert, dass wir das unfair finden, dass Asylgesetz sich unterscheidet, dass die UkrainerInnen eben nach dem Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes behandelt werden und die Geflüchteten aus anderen Ländern aber nicht. Ja. Und dass wir so eine Zweiklassengesellschaft dadurch erschaffen und dass das total falsch ist. Es waren viele, viele Themen auf der politischen Agenda, aber so die wichtigsten Punkte sind das. Und im Verlauf deines Engagements oder eures Engagements, habt ihr da auch Kontakt zu Menschen dann aufnehmen können, die für diesen Krieg sind? Und habt ihr mit denen euch auch auseinandersetzen können? Ist es dazu gekommen oder war das dann doch eher immer, waren das getrennte Welten? Also, naja, wir sind ja auch digital aktiv. Wir haben eine Instagram-Seite, ru-ukr-friedensbewegung, eben russisch-ukrainische Friedensbewegung. Und da, also digital kommt es permanent zu Auseinandersetzungen, das ist klar. Aber ansonsten, gut, wir wurden auch damit konfrontiert, oft mit den Menschen eigentlich, die für das Gleiche stehen hätten sollen, die auch gegen den Krieg sind, die dann aber das irgendwie nicht wahrhaben wollten, dass wir das zusammentun, also oppositionelle RussInnen zusammen mit den UkrainerInnen, also die unsere Gruppe an sich in Frage gestellt haben. Mhm. Also wir haben auch Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, also auch ich so, wir wissen, wo du wohnst oder so, auch so Drohungen. Oder manchmal nach den Demos kamen Leute, es ist auch schon mal vorgekommen, dass Leute auf uns zukamen und uns gesagt haben, eben, das ist alles sinnlos, was ihr macht und so weiter. Mhm. Also es ist diverses. Klar, man kann es nicht komplett ausschalten. Mhm. So. Mhm. Und es war nicht nur, also, oder die Leute, die uns nach der Demo aufgesucht haben, das waren keine Menschen aus Russland, das waren Menschen aus anderen Ländern. Mhm. Aber ich kenne natürlich auch, also es gibt leider viel Zustimmung in Russland und dadurch, dass diejenigen, die nicht zustimmen, alle zum Schweigen gebracht wurden, klingt die Stimme der Zustimmenden gerade sehr laut. Mhm. Und die gibt es auch, und das ist klar, also es gibt auch in russischer Gesellschaft viele Menschen mit, so wie sie das sagen, apolitische Haltung. Oder es kommen so Sätze wie, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Das finde ich auch ganz furchtbar. Davon, also davon gibt es mehr als jetzt große KriegsbefürworterInnen, die jetzt sagen, der Krieg ist super. Mhm. Also die meisten sind tatsächlich apolitisch, so wie sie das sagen, und hinterfragen das nicht. Mhm. Du hast ja dann eben auch hast ja erläutert, Antigone eben auch vor diesem Hintergrund gedichtet, also neu geschrieben. So für mich als interessierten Laien, wie schlägt man denn den Bogen von einem Text aus einer längst vergangenen Zeit hin in die Gegenwart? Wie macht man das? Also ich persönlich hatte es ja mal leicht. Ich habe ja Altorientalistik studiert und ich konnte ja quasi vor der antiken, originalen Kulisse mich ausleben. Ich war quasi direkt vor Ort. Aber bei dir ist das ja dann doch anders, wenn du eben jetzt das Aktuelle mit einbringen wolltest. Wie macht man sowas als Regisseurin? Wie schreibt man das? Also ich glaube, es gibt eben auch kein allgemeines Rezept, wie man das tut. Wie ich das getan habe, ist, ich habe eben die Fassung von Hölderlin genommen, weil ich sie auch sprachlich sehr schön poetisch fand. Und dann habe ich sie aber modernisiert, also sprachlich modernisiert, auch diese eben teilweise verschachtelten Sätze aufgesplittet und eben modernisiert, moderner gestaltet. Und dann habe ich meinen Eigentext geschrieben, das habe ich, also das ist bei dem Stück tatsächlich so gewesen, dass ich einfach nach diesen ganzen Demos, irgendwann, ich lag im Bett und ich habe einfach angefangen, ins Handy so Dialoge zu tippen zwischen einer
Oppositionellen und dem Chor der Gleichgültigen. Und dann sind eben viele Dialoge oder Monologe, teilweise waren es einfach nur so Gefühle aufs Papier. Also es floss einfach. Und dann habe ich irgendwann eben der Dramaturgin aus Linz geschrieben, du, ich habe da ein bisschen was geschrieben, vielleicht können wir das verschränken mit Hölderlin, lies mal drüber. Und dann habe ich das aus dem Handy rausgenommen, reinkopiert in Word und ich habe gesehen, es waren 13 Word-Seiten. Das ist mir gar nicht beim Schreiben aufgefallen. Also es waren 13 A4-Seiten klein geschrieben. Da war ich so, oh, Wahnsinn. Also in Gedichteform, klar, das ist dann. Aber die Hälfte vom Stück ist eben komplett Eigentext. Und es war eben, der Text ist unglaublich persönlich. Es sind ganz viele, einfach ganz viele Gedanken, Gefühle, viel Unsortiertes, viel so wirklich diese ersten Momente, als der Krieg losgeht, was da passiert und auch nach den Demos teilweise, wenn man so angegangen wird oder wenn man Drohungen bekommt, dass man dann so, was macht das mit mir? Oder wenn ich habe auch, also ich habe immer so mitgefiebert und habe mir Videos angeschaut von den Menschen in Russland, wie sie verhaftet werden oder was da passiert. Und das hat mir immer so, ich habe gedacht, Wahnsinn, also wie viel Mut und also, dass die so weit zu gehen bereit sind. Also das habe ich immer so mitgefiebert, das hat mich so mitgenommen, wenn ich dann schon wieder als einer verhaftet, dem ich seit Wochen zugehört habe, vielleicht auch seinen Streams. Es war so ein Politiker, Ilja Jaschin, über den sehr wenig gesprochen wird. Das ist einer meiner Lieblingsoppositionellen PolitikerInnen. Also ich habe jeden Donnerstagabend mit seinem Stream verbracht und es war so mein Anker irgendwie. Und dann wird er verhaftet, 3 Monate später, und dann ist für mich auch was zusammengebrochen irgendwie in dem Moment. Und das sind alle diese Eindrücke, diese Gefühle, eben die flossen dann so ein. Und das war gar nicht so, ich nehme es mir vor, das schreibe ich jetzt für Antigone und das für Ismene, sondern das ist einfach passiert. Und dann habe ich diese Texte angeschaut und ein bisschen Abstand dazu gewonnen und dann habe ich geguckt, wie lässt sich das verschränken. Das ist eine spannende Entstehungsgeschichte deines Textes. Nun hast du eben dann den Text gehabt. Wie führt dann der Weg vom Schreibtisch oder vom Bett mit Handy und so weiter hin auf die Bühne? Was passiert dann, bis der erste Vorhang hochgeht? Es passiert, dass ich die Autorin weglege, sobald der Text abgeschlossen ist, und dann versuche ich eben mit Regieaugen den Text so zu betrachten, als wäre er nicht von mir. Also klar hat man beim Schreiben auch mal irgendwie das ein oder andere Bild, aber ich versuche eben ganz unvoreingenommen zu schreiben, ohne Bezug zu dem, was dann später auf der Bühne passiert. Und dann agiere ich, als wäre ich eine Regisseurin eines fremden Stückes. Jetzt, da wir so langsam zum Ende kommen wollen, müssen leider, möchte ich noch so jetzt einen kleinen Schnitt, einen Cut einlegen. Und zwar, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut auf deiner Homepage, machst du ja auch viel für Kinder. Zum Beispiel hast du oder gibst du noch, das weiß ich nicht, kannst du ja gleich beantworten, Improvisationskurse für Kinder. Du hast auch ein Theaterstück oder ein Bühnenstück für Kinder geschrieben, das heißt übersetzt Die weiße Rose. Erzähl uns doch noch ein bisschen was zu diesem Engagement, was du da tust. Also Improvisationskurse gebe ich keine mehr tatsächlich. Das war noch meine Münchner Ära. Das mache ich nicht mehr, aber ich schreibe Stücke. Eben, also das eine Stück, Die weiße Rose, Bila Trojanda, heißt das eben. Das ist auf ukrainischen Märchen basiert. Das war eben auch mein Wunsch, dass man in den Zeiten des Krieges ukrainischer Kultur eine Bühne gibt. Und das habe ich im Stadttheater Fürth als Weihnachtsmärchen gemeinsam mit einer Choreografin, Beate Höhn, inszeniert. Und wir hatten eben ein gemischtes Ensemble aus TänzerInnen und SchauspielerInnen. Und im Stück ging es darum, also es war die Geschichte von 2 Kindern auf der Flucht und das Ankommen in die neue fremde Welt. Und im Prinzip auch die Frage wird gestellt, wie können wir alle gemeinsam als Gesellschaft funktionieren? Wie können wir auch Geflüchtete aufnehmen und was bedeutet das auch? Und mir war es auch ein Anliegen, vielleicht sitzt das eine oder andere geflüchtete Kind da und fühlt sich mitgenommen. Und vielleicht sitzt aber das eine oder andere Kind da, das ein geflüchtetes Kind im Kindergarten oder in der Schule hat und kann ein bisschen mehr nachempfinden. Genau, und da war das eben das Thema. Und da
haben wir auch viel mit Körper gearbeitet, aber auch diese Begegnungen mit der Fremde auch eben viel körperlich ausgelotet, aber auch eben sprachlich. Das Stück ist ab 4 Jahren gedacht. Genau, und es war, also meine Tochter, ich bin ja selber Mama, meine Tochter ist mittlerweile 6 Jahre alt. Ich glaube, ich muss mich kurz korrigieren, das Stück war nicht ab 4, ich glaube, es war ab 6, das tut mir leid, es war ab 6, die weiße Rose. Genau, und meine Tochter war eben fast 6 damals schon und die war bei der Premiere dabei und das war so meine größte Kritikerin. Die fand das ganz cool, also sie war sehr... sehr begeistert und hat dann viel Schönes erzählt und nicht nur irgendwie, dass ich jetzt Lob erwarte oder so, sondern sie hat so einfach ihre, sie hat so ganz vieles geschildert, wie sie das so wahrgenommen hat. Das fand ich total interessant, mich mit ihr darüber auszutauschen. Mhm. Genau. Und mir, ich finde allgemein, also ich trenne nicht zwischen Kinder-, Jugend- und Abendspielplan-Theater, weil ich finde schon, also für mich ist das... für mich ist alles irgendwie gleichwertig. Also es ist im Sinne von, wenn es ein guter Familienfilm ist, dann guckt die ganze Familie eben gerne zu. Und klar, es gibt gewisse Themen, die nicht kindergerecht erzählbar sind. Wie beispielsweise eben Lulu, die Geschichte auch mit Kinderpornografie teilweise und aus diesen ganzen schlimmen Themen, Vergewaltigungen und so weiter. Das geht natürlich nicht, das einfach geht nicht für das kleine Alter. Aber es gibt Themen, allgemeine Themen, wir, Beziehungen zwischen den Menschen, Flucht, das war mir wichtig, das den Kindern auch zu zeigen. Oder Krieg und Flucht, das kann man, finde ich, schon dann kindergerecht erzählen. Wenn man es kann, dann möchte ich den Weg suchen. Das finde ich toll. Das ist auch genau meine Meinung. Also ich bin auch Kinderbuchautor und stelle mir auch immer wieder die Frage, was kann ich Kindern eigentlich zumuten? Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eine ganze Menge. Ja. Man muss nur die richtigen Worte finden. Was mich jetzt interessiert, also zum Thema Flucht, fragen Kinder andere Fragen als Erwachsene in Bezug auf dieses Thema? Oder brauchen sie auch andere Antworten? Oder was ist da deine Erfahrung? Also meine Tochter spielt ja ganz viel auch mit ukrainischen Kindern. Wir haben auch einen ukrainischen Nachbar. Die spielen viel zusammen. Es ist manchmal, also manchmal klingt das so sehr, irgendwie sehr naiv, oder sie sagt dann so, und dann töten wir Putin zusammen, dann kannst du zurück in die Ukraine und alles ist wieder gut. Dann gucken mich die Eltern immer so entsetzt an. Ich sage, also ich habe sie nicht in den Mund gelegt, aber sie war natürlich bei der einen oder anderen Demo dabei, aber ich habe sie nicht in den Mund gelegt. Aber na gut, so ganz Unrecht hat sie jetzt auch nicht. Aber also teilweise ist es für sie so, sie versucht auch sehr rauszufinden, wovon die Leute geflohen sind und wer schuld ist. Also bei ihr war das immer so, wer hat das angefangen? Also auch oft mit zwischen den Kindern habe ich gemerkt, so, es hat Putin angefangen. Sie hat mich dann auch immer weiter gefragt, wer hat das? Ich sage dann so, ja, es gibt so eine Regierung, da sitzen Leute und wer genau? Ich will das wissen. Und dann sie versucht dann den Kindern vielleicht, also ich habe auch gemerkt, dass die Kinder auch oft miteinander einfach ganz, auch ganz pur Trost schenken können, ohne irgendwie das Thema anzusprechen. Das ist auch manchmal reicht, irgendwie zu sagen, komm, ja, irgendwie mein Zimmer ist immer dein Zimmer. Du kannst auch bei mir übernachten, wenn was ist oder so. Mhm. Also selbst wenn das andere Kind auch zum Glück wieder Dach über dem Kopf hat. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, je älter die Kinder werden, desto komplizierter werden auch diese Geschichten. Also ich kann jetzt nur meine Tochter mit 6 beobachten, wie sie damit umgeht. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Kinder viel weniger, ich glaube nicht, ich weiß das, ich sehe das, dass die Kinder viel weniger Vorurteile haben und dass ganz vieles an Vorurteilen, was so geschieht und was an Kinder weitergegeben wird, kommt eigentlich von deren Eltern. Klar. So, und Kinder sind sehr pur und für die ist Diversität ganz normal und ganz normaler Zustand, wenn die Erwachsenen da nicht negativ eingreifen. Das ist, finde ich, ein tolles Schlusswort. Bei uns ist es Tradition, dass wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch 2 Fragen stellen. Die erste wäre, du hast jetzt einen Wunsch frei und der geht auf jeden Fall und ohne Abstriche in Erfüllung. Welcher Wunsch wäre das? Ja, dass auf der Welt nie wieder ein Krieg ausbricht. Das ist ein toller Wunsch. Ja, finde ich auch.
Und die letzte Frage wäre die, nun habe ich dich die ganze Zeit gelöchert und gequält. Hast du eine Frage an mich? Was wäre dein Wunsch? Ich könnte deinen sofort unterschreiben, aber ich wünsche mir, dass die Leute ihr Herz und ihren Verstand einschalten, weil wenn sie das tun, dann kommen sie von selbst auf die richtigen Antworten und dann braucht man sich gar nicht mehr wünschen, dass es keine Kriege gibt oder Hunger auf der Welt. Mhm. Wenn sie das wirklich täten, dann kommen sie von selbst auf die Lösung. Das wird uns viel Wünschen ersparen, vielleicht. Das ist schön. Aber gut. Ja, es gibt leider keinen Mann auf der Wolke, sonst würde ich sagen, deine Worte in Gottes Ohren. Aber, wer weiß, ja. Werte ZuhörerInnen, das war die 163. Folge von Hörbahn on Stage. Die Regisseurin und Künstlerin Katja Ladinskaya hat uns mitgenommen in eine Welt, die die meisten von uns nur von einer Warte aus kennen. Vom Parkett, den Logen und den Rängen auf die Bühnen dieser Welt. Ausgehend von ihrem Buch Welten parallel konnten wir Blicke hinter die Kulissen tun, die uns als Theaterpublikum nicht selbstverständlich sind. Namentlich waren es die Bühnenstücke Antigone und Tod Official, die du, Katja, geschrieben und inszeniert hast. Gemeinsam sind wir mit dir den Weg vom Schreiben eines Stückes über die umfangreichen Vorbereitungen, Proben und so weiter bis auf die Bühne gegangen. Das an sich war schon spannend. Umso spannender wurde das Ganze aber, weil wir auch viel über dich als Mensch erfahren haben. Und davon, was dich antreibt. Das Stück Antigone, das du in Linz am Theater Phoenix inszeniert hast, legt davon Zeugnis ab. Politisches und kritisches Theater ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. War es eigentlich schon immer und wird es leider wahrscheinlich immer auch bleiben. Das zeigen die aktuellen Ereignisse in Russland und in der Ukraine. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt persönlich werden. Wie wichtig deine Art der Regiearbeit ist, spiegelt sich eben im Zeitgeschehen wider. Das haben wir jetzt ja auch sehr schön herausgearbeitet in dem Gespräch. Nicht weit von uns entfernt herrscht Krieg, Tod und Zerstörung. Wie kostbar das Leben ist und die Umstände, unter denen wir hier leben dürfen, können wir jeden Tag aus der Ferne beobachten und erleben. Aber ich frage mich manchmal, ob wir das auch verstehen, wie kostbar das Ganze ist. Eine wichtige Erfahrung war für mich zum Beispiel das Interview mit dem ukrainischen Schriftsteller Andrei Kurkov. Er wurde für Tagebuch einer Invasion mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2022 ausgezeichnet. Ich habe damals, also das war im November letzten Jahres, mit einem Menschen gesprochen, der in großer Sorge ist, um seine Familie, um sein Land, aber auch mit einem Menschen, der im Krieg ist. Nur kämpft er nicht mit Waffen, sondern mit Worten. Und dann war jetzt die Nachricht vom Anfang dieser Woche, dass die ukrainische Journalistin Viktoria Amelina ihren Verletzungen erlegen ist, die sie bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Kramatorsk erlitten hat. Uwe und ich, wir sind auch Journalisten und ich denke mir da manchmal so, meine Güte, was alles passieren kann, wenn man seinen Beruf ausübt. Deine Arbeit und dein Engagement, Katja, bieten die Möglichkeit, sich mit den großen Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Darum, werte ZuhörerInnen, kann ich Ihnen das Buch Weltenparallel nur empfehlen. Besorgen Sie es sich und nehmen Sie die nächste Gelegenheit wahr, die Arbeit von Katja auf der Bühne in Augenschein zu nehmen und zu hören. Zuhören heißt dabei sein. Ich bin Steven Lundström vom Literaturradio Hörbahn und ich danke dir, Katja, von ganzem Herzen für diese Hörbahn on Stage. Danke.